Bei mir war es so, ich bin ja als Kind im Alter von 11 Jahren von einem Fernsehregisseur in der Schule entdeckt worden und habe dann meinen ersten Fernsehfilm gedreht, also meine erste Rolle gehabt. Und da haben wir dann die Außenaufnahmen nachsynchronisiert. Das war damals bei der BSG, glaube ich, in der alten Adresse Mühlenstraße in Lankwitz. Und da stand ich dann im Alter von 11 Jahren das erste Mal im Synchronstudio vor dem Mikrofon und habe mich selber nachsynchronisiert. Der Zuschauer bist du ja unter anderem als Stimme von SpongeBob bekannt. Ja, Wie kam es ursprünglich zu dieser Rolle? das werden inzwischen fast 20 Jahre. Das war ein ganz normales Casting, was ja üblich ist, wenn eine neue große Rolle oder eine Serienrolle besetzt wird. Und da wurde ich eingeladen zu dem Casting und ja, habe das dann gewonnen und dann habe ich den Zuschlag bekommen und so wurde ich zum deutschen SpongeBob. Ja, also wie lacht der kleine gelbe Unterwasserschwamm? Zum Beispiel. Warst du von Anfang an begeistert von der Serie, weil das ja irgendwie so ein neues Format war? Oder wie ging es dir? Hast du gedacht, das wird ein Erfolg? Wie hat sich das für dich angefühlt? Das war ganz merkwürdig, weil ich wusste erst überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass ich nach Hause kam und erzählen wollte, oh, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe ein Probesprechen gehabt. Das war ein Käse. Naja, dieser gelbe quadratische Mit Löchern Käse. Ja, und drin? dann war ja auch eine Ananas dabei und so. Ich habe das gar nicht zusammenbekommen. Das ist dann wirklich erst im Laufe der Arbeit passiert, dass man sich auf diesen tollen Wahnsinn und Quatsch einlässt und dann funktioniert die Serie auch. Aber man muss bereit sein, den Blödsinn da zu akzeptieren. Ne? Die Geschichten und die Figuren sind interessant für die Kinder und dann läuft in der Textschiene immer noch laufen ja auch Geschichten für die Erwachsenen bei, so Wortspiele und so kleine Sachen. Und daher weiß ich auch von dem Feedback, was ich bekomme, unter anderem hier bei Facebook und so, dass viele Erwachsene das auch gucken oder noch gucken, die als Kind angefangen haben und das heute immer noch gucken. Das macht vielleicht wirklich den Erfolg aus, dass das so breit gefächert ist, dass das eben keine reine nur Kinderserie ist. Wird mit deiner Stimme im Studio noch was gemacht, wenn du SpongeBob synchronisierst? Oder hast du diesen eingebauten Vocoder schon in deiner Stimme drin? Ich denke, das ist der eingebaute Harmonizer, weil soviel ich weiß, wird das auch hinterher nicht mehr gepitcht oder noch nachbearbeitet. Wir haben seinerzeit mal aufgenommen die DuckTales und mit zwei Kollegen hier, Tick, Trick und Track, die drei Neffen. Und dann hat der Supervisor aus Amerika auch gesagt, die anderen bitte pitchen und Santiago, no, he has a real cartoon voice. Damit war klar. Ne? Wir machen das jetzt seit 10 Jahren etwa hier für Sony Music in München, dass wir einmal im Jahr ein sogenanntes Coveralbum rausbringen. Und zwar SpongeBob covert Hits aus den Charts in der SpongeBob-Version. Und das läuft wie irre, das verkauft sich toll und ist sehr erfolgreich. Und ja, dafür habe ich insgesamt 3 goldene Schallplatten schon bekommen. Als Nicht-Berufssänger, darf man nicht vergessen. Und eben nicht als Santiago Ziesma als Sänger, sondern eben als SpongeBob. Was war SpongeBob. das erste Lied? Du hast mir vorhin gesagt. Ja, wir haben angefangen damals mit dem Waka Waka von der Shakira zur Fußball-WM damals. Da haben wir Lecker Lecker draus gemacht. Und das war gleich ein Riesenbums. Sehr gut. Und zwar überall eben, wo der SpongeBob deutschsprachig läuft. Also Deutschland, Österreich und Schweiz.